Willkommen zu einem weiteren Hardware-Looks-Video. Heute geht es um Staubsauger und zwar um den Roborock S6 Max V. Den seht ihr hier auf der Seite. Und ein bisschen vergleichen werden wir auch mit dem Roborock S6. Den haben wir hier nämlich im Office. Und ja, was die Roboter können, was sie nicht können, wie man die App richtig nutzt und so weiter und so fort, das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, wir haben Glück, dass wir beide Roboter hier haben. So können wir auch ein bisschen untereinander vergleichen, gerade wenn ihr euch vielleicht für einen der beiden interessiert. Der Roborock S6 Max V ist die neueste Version. Die kommt jetzt in den Handel und soll 649 Euro kosten, empfohlener Verkaufspreis. Insofern werden wir da sicherlich Preise rund um diesen Punkt sehen. Der S6 ist schon ein bisschen im Handel. Den gibt es im Moment im Handel so für 459, habe ich ihn bei uns im Preisvergleich gesehen. Das heißt, zwischen den beiden Modellen liegen knapp 200 Euro und sie sind das aktuelle Line-up von Roborock. Jetzt ist natürlich gleich erstmal die Frage, wo unterscheiden sie sich, dass da 200 Euro mehr drauf kommen. Natürlich fangen wir erstmal beim nicht so sichtbaren Feature an. Das stelle ich schon mal nach unten, damit ihr auch ein bisschen hinter mir was sehen könnt. Das ist der Tank sozusagen für den Wischer. Es sind nämlich Wischroboter auch, sozusagen so ein Zwitter. Sie saugen und sie können wischen. Beim alten Modell ist das hier auf der Rückseite im Endeffekt gewesen, aber der war nur so groß wie ungefähr dieses Teil hier, wo im Moment der Wischmopp dranhängt. Das heißt, der Tank ist deutlich vergrößert und auch die Technik, die verwendet wird, dazu später mehr. Und auf der Vorderseite ist relativ einfach zu sehen, was sich sonst noch geändert hat. Ihr habt hier natürlich den Bumper sozusagen, der den Roboter umdrehen lässt, wenn er irgendwo gegenfährt. Aber hier ist auch noch jetzt eine Kamera eingelassen, oder besser gesagt zwei Kameras. Mit den Kameras und in Verbindung mit dem Lasersensor, der sich hier oben drin befindet, ist es dem neuen Max V tatsächlich möglich, Dinge zu erkennen. Hindernisse zu erkennen, die zu umfahren und auch in eurer App dann entsprechend Hinweise zu geben. Das sind die größten beiden Unterschiede. Ansonsten beide 5200 mAh Batterie. Somit müssten sie ja eigentlich auch ungefähr die gleiche Anzahl an Quadratmetern tatsächlich abarbeiten können mit einer Füllung. Er ist allerdings noch etwas saugstarker, 2600 PA gegenüber 2000. Das heißt im Endeffekt müsste er ja eigentlich weniger dadurch schaffen, durch die gleiche Batterie. Im Test war es allerdings so, dass wir hier ungefähr 120 Quadratmeter geschafft haben, hier 140. Angegeben sind die bei 250, 300, also deutlich höher. Das liegt natürlich daran, dass hier in so einem Test, wie beim Autofahren, vielleicht in einer leeren Messehalle getestet wird und die dann immer die Bahn fahren. Und bei euch zu Hause muss dann auch sicher mal um eine Tür oder um ein Stuhlbein drumherum gefahren werden und das dauert. Und insofern sind die Quadratmeterzahlen dann doch deutlich abweichend. Aber, muss man sagen, wenn man so eine 80, 90, 100 Quadratmeter Wohnung hat, kann der das ohne Probleme. Und der neue schafft es vielleicht sogar anderthalb Mal. Das heißt, wenn ihr einmal so durchfahren wollt, einmal mit der Wischfunktion, dann sollte das kein Problem sein. Ja, wir haben natürlich die Modelle dann die letzten Tage, hier seht ihr auch nochmal die Kamera in groß, durch unsere Wohnung fahren lassen. Dazu müsst ihr das Ding zuerst mal aufbauen. Und da liefert Roborock gleich die Ladestation natürlich mit. Die ist bei der Variante, also bei dem neuen Max V, zu kleben. Finde ich nicht ganz so toll. Bei der war keine Klebevariante vorhanden, sondern einfach ein Plastikstück, wo man den Roborock draufstellt, damit sozusagen dieses Wischmopp-Teil, wenn man es dann mal vergessen sollte abzumachen, nicht irgendwie auf dem Parkett liegt und dann euer Parkett zerstört. Insofern ist das ganz praktisch, solltet ihr auch auf jeden Fall auch nutzen. Leider hier, wie gesagt, in einer geklebten Variante. Ansonsten liegt natürlich hier die Mops liegen bei. Allerdings bei der Max-V-Variante auch keine Papiertücher. Die hatten wir hier dabei. Das ist ein bisschen merkwürdig. Da ist sozusagen das High-End-Modell etwas schlechter ausgestattet. Ansonsten ein Ersatzfilter ist schon mit dabei. Alle anderen Sachen, die ihr nachkaufen müsst, falls ihr zum Beispiel mal hier so eine kaputte Bürste habt oder sowas, gibt es natürlich im Versandhandel. Und da die Roborock auch verbreitet sind, könnt ihr auch davon ausgehen, dass das in ein paar Jahren noch der Fall ist. Ja, installiert werden wird das Ganze über eine App. Ihr müsst euch die Roborock-App runterladen.
und auf eurem Handy installieren. Dann werdet ihr zum Beispiel beim ersten Mal nach dem WLAN-Passwort gefragt. Das gebt ihr dann in die App ein, verbindet euch dann mit dem Roboter und dann überträgt er sozusagen das WLAN-Kennwort auf den Roboter und die können dann sich in eurem WLAN frei connecten und bewegen. Ein WLAN braucht ihr also dafür sozusagen, um dann die App auch nutzen zu können. Ihr seht, hier ist einmal der schwarze Roborock S6 Max V und der Roborock S6. Das heißt, ihr könnt auch mehrere in einer App verwenden. Und zuallererst muss erstmal eine Karte angelegt werden. Das macht der Roborock so, dass er sozusagen in dem Dock steht. Ihr drückt hier einmal auf die mittlere Taste. Das ist sozusagen die Taste, dass er anfängt zu saugen. Und dann fährt er los und er fährt immer rechts rum, weil er ja hier auf der rechten Seite halt auch die Bürste hat. Damit sammelt er auch schon gleich ein bisschen Dreck ein. Und in der Mitte könnt ihr ja einmal drunter gucken. Seht ihr, hier ist im Endeffekt die Saugfläche. Das heißt, er saugt sozusagen immer so große Bereiche ab und sammelt rechts noch ein bisschen mit ein. Er fährt also rechts einmal rum, an euren Möbeln vorbei, die erste Tür wird er nehmen und macht sich sozusagen immer Sektionen, die er sauber macht. Dann kommt die nächste Sektion. Er guckt, wo er noch nicht war und am Ende hat er dann so ein Map hier erstellt. Hier sieht man leider ausgefranst, da ist er sozusagen an Fenstern vorbeigefahren. Da kann er nicht erkennen, dass das jetzt hier tatsächlich ein Fenster war, sondern er erkennt dahinter noch was. Aber da kann er nicht langfahren, das merkt er. Und wenn er das einmal gemacht hat und er ist wieder ins Dock zurückgefahren, speichert er die Karte das erste Mal. Das heißt, ihr müsst beim ersten Mal tatsächlich aufpassen, dass der Robby sich nicht irgendwo verklemmt oder irgendwas verliert oder keine Ahnung, dass er nochmal neu gestartet werden muss, sonst ist nämlich die Karte wieder weg, dann dürft ihr wieder von vorne anfangen. Also ein kleiner Tipp beim ersten Mal, macht alles, was irgendwo Hindernis ist, nach oben, guckt, dass keine Kabel rumliegen und so weiter und so fort, dann habt ihr die Karte als sauberes Grundgerüst auch gespeichert. So, dann versucht die Software natürlich auch Räume gleich zu erkennen. Die könnt ihr mit der Raumaufteilung auch selber bearbeiten. Das heißt, sollte die Raumaufteilung nicht optimal sein, dass er vielleicht ein Wohnzimmer mit angeschlossenem Flur als einen Raum tatsächlich erkannt hat, dann könnt ihr das manuell teilen und auch natürlich Räume zusammenfügen, wo es Sinn macht. Bei mir sieht es zum Beispiel so aus, ich habe hier so einen Mini-Flur, den roten. Den erkennt er als eigenes kleines Räumchen. Aber ich würde sagen, wenn ich Zimmer 5 zum Beispiel sauber mache, mache ich auch immer Zimmer 4 sauber. Also könnte man die zum Beispiel auch zusammenpacken. Die Reihenfolge ist vielleicht auch wichtig. Die kann man jetzt mit der neuen Softwareversion auch bei dem alten Roborock tatsächlich festlegen. Das wird halt von der Software einmal in der App gesteuert. Ihr könnt halt sozusagen die Reihenfolge festlegen, in der die Räume abgefahren werden von dem Roboter. Das ist natürlich sinnvoll, dass man die irgendwie zusammenliegend nimmt, damit er sozusagen optimal seine Energie verschwendet. Aber es macht auch Sinn, wenn ihr die Wischfunktion nutzen wollt, vielleicht darüber nachzudenken, welches Zimmer ist eigentlich immer das sauberste. Meinetwegen fängt man mit dem Schlafzimmer an, da sollte der Mob noch relativ frisch sein. Und als letztes fährt man hier sozusagen den Eingangsbereich ab und die Bäder oder die Küche oder sowas, dass man halt sozusagen den Dreck nicht durchs ganze Haus fährt mit dem Mob. Was man auch machen kann, ist jetzt im Endeffekt eine Einstellung der Menge an Wasser, die auf dem Boden appliziert wird. Das war vorher nicht möglich. Hier hatte man ja quasi nur so eine kleine Scheibe, wo das Wasser schon drin war. Und da war im Endeffekt ein kleiner Schalter, wo man sagen konnte, viel wenig oder mittel viel Wasser. Und dann wurde das quasi durch die Gravitation des Wassers selber durch den Schwamm gedrückt, durch den Mob. Jetzt ist es so, es gibt auf der Unterseite hier zwei kleine Düsen. Eine Pumpe und die Pumpe pumpt das Wasser raus und das wird dann im Endeffekt hier durch diese beiden Löcher gepumpt auf den Mob drauf und hier sind noch so zwei kleine Druckpunkte im Endeffekt, dass der Mob auch richtig mit dem Boden Kontakt hat. Das ist neu, bislang wie gesagt nur einfach von vornherein einstellbar.
Jetzt, dadurch, dass die Düsen tatsächlich gesteuert werden können, ist es auch so, dass es pro Raum geht. Man kann hier also zum Beispiel hingehen und kann sagen, okay, das ist jetzt hier mein Badezimmer, das möchte ich mit viel Wasser haben, die Küche auch, weil da ist Fliesen. Und der Rest hat vielleicht ein Laminat, was Wasser nicht so gut verträgt, da lasse ich nur ganz wenig machen. Und ich habe vielleicht ein Zimmer, wo ich gar nichts haben möchte, weil der Teppich ist oder sowas, das könnte ich entsprechend einstellen. Nichtsdestotrotz, er fährt natürlich trotzdem mit dem Ding rum. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel zuerst einen Raum habt, wo ihr viel Wasser drauf habt, ist der Lappen natürlich feucht. Wenn er dann in einen Raum reinfährt, wo überhaupt gar kein Wasser aufgetragen worden soll, ist natürlich erstmal noch Wasser vorhanden vom Mop. Ja, ein paar kleine Tipps und Tricks haben wir für euch natürlich. Ihr seht schon, das ist sozusagen das Bild von der Wohnung, die wir testweise verwendet haben. Ihr seht auch schon ein paar kleine Punkte, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und ihr seht auch, wie er ungefähr abgefahren ist. Das heißt, er sucht sich immer irgendwelche möglichst langen Strecken, die er dann im Zimmer abfährt. Manchmal muss er dann ein paar kleinere Strecken in Kauf nehmen und dann natürlich wieder drehen und so weiter. Das kostet Zeit. Das heißt, je mehr ihr auf dem Boden rumfliegen habt, desto mehr Hindernisse sind im Weg und desto länger dauert es auch, das Ganze zu reinigen. Jetzt zu der Wischfunktion ein paar Tipps. Ihr könnt ja das hier so einmal entnehmen und dann seht ihr auch schon ein kleines Schild. Da steht drauf, Cleaning-Produkte und Desinfektion soll man nicht in diesen Tank reinmachen. Ich persönlich mache es gerne, dass ich da was reinmache. Ist natürlich vom Hersteller nicht gewollt. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, wenn er feststellt und das Ding ist kaputt, wird er sagen, ja, ist nicht von der Garantie abgedeckt. Aber ich möchte eigentlich nicht ohne irgendwas säubern. Deshalb mache ich da immer ein Infektionsmittel, Desinfektionsmittel oder sowas rein. Jetzt kann ich auch noch nicht sagen, 3 Monate ist das her, dass ich den hier verwendet habe. Mit der Düse ist es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Das kann natürlich ein bisschen empfindlicher sein beim S6 Max V. Das heißt, wenn ihr wirklich nur säubern wollt und ihr geht drin trotzdem ein, zwei Mal die Woche hin und wischt mal ab und zu die Sachen durch, dann kann man sich sicherlich auch das Desinfektionsmittel da drin sparen. Ihr seht auch hier nochmal, wie groß das Ding ist. Das wird hier oben einmal mit Wasser befüllt. Und es reicht bei uns tatsächlich auch aus, um die komplette Wohnung einmal nass zu wischen. Das war hier halt nicht der Fall, da ging es nur ein, zwei Zimmer. Bei dem ist es deshalb so gewesen, man hat das eigentlich morgens angestellt, einmal ohne die Wischfunktion. Dann war wenigstens kein Staub auf dem Fußboden. Und wenn ich dann zu Hause wieder war, habe ich sozusagen die Wischfunktion noch einmal drunter gemacht und habe die 2, 3 Räume, die ich noch wischen wollte, dann noch eben nachgewischt. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Das heißt, wenn ihr wirklich wollt, dass der Roborock auch gleich mitwischt, könnt ihr das komplett machen. Aber die Wischfunktion lässt sich einmal natürlich pro Raum anwählen oder halt komplett. Aber ihr müsst auch No-Mop-Zonen sozusagen festlegen. Wenn ihr sozusagen Teppich irgendwo liegen habt, wollt ihr ja nicht, dass der Mop da irgendwo drauf rumfährt. Das ist allerdings sehr schwierig zu machen, weil ihr seht hier, man kann so rechteckige Kästchen irgendwo drauflegen, wo dann nicht gemobbt wird. Das werdet ihr nie so akkurat hinkriegen, dass der wirklich direkt neben dem Teppich aufhört. Der wird immer noch ein Stückchen drüber fahren oder so. Und wie ich schon gesagt habe, der Mob ist schon nass und er fährt dann trotzdem über den Teppich rüber. Sehr hygienisch ist das nicht. Das heißt, ich würde sagen, wenn man wirklich die Mob-Funktion nutzen will, muss man sich sehr viel Mühe geben, auch die Teppiche irgendwo an die Seite zu bringen. Oder, kleine Anregung an Roborock, vielleicht kann man es so machen, dass der Roboter noch ein zweites Mal eine Karte macht, ohne diese Funktion zu haben, dass er auch auf Teppiche klettern kann. Und dann könnte man sozusagen 2 Ebenen machen und diese No-Mob-Zone ein bisschen schneller tatsächlich auch erstellen lassen. Vom MaxView eine weitere Besonderheit war ja hier vorne die Kamera. Ist auch, sage ich mal, ja das Highlight des Produktes. Er erkennt halt relativ gut so anhand dieser blauen Punkte, was tatsächlich in der Wohnung los ist. Also hier hat er zum Beispiel bei mir ein Kabel erkannt. Er meint 66% Wahrscheinlichkeit. Wenn er was erkannt hat,
Schuhe, Kabel, Hindernisse, irgendwas, war das oder ein Sockel zum Beispiel von einer Lampe oder sowas, hat er tatsächlich das auch relativ gut erkannt. Es gab allerdings auch genügend Beispiele, wo er, obwohl was im Weg ist, das einfach zur Seite geschoben hat. Also da unterscheidet er sich kein bisschen von dem S6. Der S6 schiebt, bis er hier vorne tatsächlich einen Widerstand kriegt, wo das wirklich eingedrückt wird. Dann fährt er ein Stück zurück und er versucht es dann an einer anderen Position nochmal und versucht es nochmal und versucht es nochmal. Und wenn er merkt, er kommt gar nicht durch, dann dreht er um und macht was anderes. Das ist eigentlich kein großer Unterschied gewesen in vielen Fällen zum Roborock S6 Max V. Also auch da helfen die zwei Kameras hier nicht wirklich zu sagen, okay, da ist jetzt ein Kinderspielzeug direkt vor mir. Meine Kinder spielen im Moment gerne mit diesen kleinen Schleichfiguren, Playmobil und so weiter. Da wird einfach drüber gefahren. Braucht man nicht sich Illusionen machen, dass sich das ändert. In Zukunft vielleicht, wenn die Kamera ein bisschen trainierter ist. Hier ist ein Qualcomm-Chip drin, der die ganzen AI-Funktionen wahrnimmt. Das heißt, der muss ja auch über die Firmware immer wieder neu trainiert werden. Das heißt, wenn das Produkt länger am Markt ist, könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch besser funktioniert und dass dann vielleicht weitere Sachen ja, erkannt werden. Im Idealfall sollte er ja drum rumfahren. Deshalb ist das sicherlich auch das Modell, was sich viele Haustierbesitzer wünschen, damit sozusagen nicht dieses Video, was man oft im Internet schon gesehen hat, wo die das Häufchen vom Hund in der ganzen Wohnung verteilt wird, dann bei euch zu Hause stattfindet. Ich würde da noch nicht so richtig mich drauf einlassen, sondern ich würde ihn tatsächlich, wenn ihr ein Haustier habt, dann auch nur fahren lassen, wenn ihr zu Hause seid und vielleicht vorher mal den Raum kontrollieren, ob da ein Häufchen ist oder nicht. Nichtsdestotrotz, was man feststellen konnte, ist, dass er deutlich zielgerichteter fährt. Also wenn ich jetzt wieder mal in eine Karte reingehe, der Roborock hat schon mal so vor bestimmten Schränken einfach nochmal dann den Bumper verwendet, um in den nächsten Raum zu kommen. Wir haben auch eine Glastrennwand, die wurde auch von dem S6 eigentlich nie erkannt. Da fährt er immer wieder gegen, immer wieder gegen. Das scheint schon beim Roborock S6 Max V besser zu sein. Das heißt, er fährt deutlich eleganter um Hindernisse herum. Und deshalb ist die Putzleistung wahrscheinlich auch höher, weil er viel weniger Energie verwendet, ihn wieder zurückzufahren, andere Winkel und so weiter. Hier habe ich schon die nächste Karte im Endeffekt euch mal eingeblendet. Man kann nämlich verschiedene Ebenen tatsächlich festlegen. Das heißt, wenn ihr Mehrfamilienhaus habt oder wenn ihr ein Haus habt, wo ihr drei Ebenen habt oder eine Maisonette-Wohnung oder wie auch immer, dann könnt ihr dieses Gerät tatsächlich auch auf die nächste Ebene stellen, auch wieder eine neue Karte erstellen lassen. Und dann kann man hier unten an diesem Button sozusagen auswählen, ob ihr im Erdgeschoss seid, im ersten Stock, im zweiten Stock und so weiter. Das WLAN muss natürlich vorhanden sein. Ich habe es jetzt hier gemacht, ich bin in unser Büro gegangen, da habe ich das gleiche WLAN aufgesetzt wie zu Hause und habe dann den S6 Max V hier auch mal fahren lassen. Das heißt, ich kriege hier einfach, als wenn es eine andere Ebene wäre, das halt so kategorisiert. Er meckert am Anfang, dass ich von der Basis starten soll, um ein bestes Ergebnis zu bekommen, aber er hat das auch ohne Basis hier hingekriegt. Ja, es ist davon auszugehen, dass wenn ihr das macht und die App zwar meckert, dass ihr sozusagen in jedem Stockwerk eine Ladestation haben müsst, dass es trotzdem funktioniert. Ja, trotzdem gibt es ab und zu mal lustige Meldungen. Wir haben das Ding jetzt ja, über die letzten Tage im Einsatz gehabt und er hat mir jetzt gestern gerade gemeldet, die Seitenbürste hat ihre Lebensdauer erreicht. Das ist in dem Fall jetzt nicht der Fall gewesen. Er hatte sich hier einfach nur verheddert und hat dann halt gedacht, okay, das Ding ist irgendwie hin. Das heißt, ihr müsst die Meldung, die ihr sozusagen auf das Telefon kriegt, ein bisschen ja, mit Abstand betrachten, weil da manchmal fährt er sich fest und meldet dann Sachen, dass er die Station nicht mehr findet, weil er irgendwie gar nicht mehr weiß, wo er ist oder so. Das kann durchaus passieren. Da hilft es halt einfach hochheben, wieder ins Dock stellen. Oder bei so einer Meldung hilft es halt auch einfach in die App mal reinzugucken und die Sensoren auf den Ursprungswert zurückzusetzen. Schon funktioniert der Robby wieder ordentlich. Ja, der Dreck muss natürlich auch irgendwo hin.
Da unterscheiden sich die beiden fast gar nicht. Also vom Drecktank her gibt es keine großen Unterschiede. Ihr seht hinter mir, wie ich das im Endeffekt hier rausnehmen kann. Auch ich habe auch hier so eine Bürste, um das Ganze dann ein bisschen zu säubern. Das sollte man auch relativ häufig machen. Also ein Saugroboter kann ja nur saugen, wenn auch ordentlich Platz noch in den entsprechenden Vorrichtungen ist. Insofern nehmt das mal raus, wascht es auch ab. Hier sind Gummis dran, die das Ganze dann dicht machen. Und es lohnt sich auch, auf die Rückseite mal zu gucken und ab und zu diese Bürsten auszunehmen. Also das kann man hier auch relativ einfach machen, dass man die Abdeckung ausnimmt und die Bürste rausnimmt. Denn da verfangen sich Haare drin, Haargummis, was da also rumliegt und was sich irgendwo rumwickeln kann. Das findet er nach einer Zeit da und dann sind natürlich die Saugergebnisse dann auch immer schlechter. Ansonsten muss ich sagen, mit den reinen Saugergebnissen bin ich sehr zufrieden. Beim S6 Max kein Unterschied. Also ob das jetzt 2000 oder 2500 PA sind, sehe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied. Teppiche hat er manchmal sein Problem mit, größere Partikel aufzunehmen. Das ist natürlich klar, weil er dann eigentlich viel Luft von der Seite noch kommt und da dann wahrscheinlich weniger Druck aufbauen kann. Nichtsdestotrotz, wenn er sozusagen einen Teppich hat, wo er wisst, okay, da ist in der Küche vielleicht viele Krümel drauf, könnt ihr ja in der App einstellen, fahr einfach zweimal drüber. Das funktioniert natürlich dann auch, wenn er genügend Akku noch hat. Und ansonsten muss ich sagen, das Einzige, wo man wirklich sagen kann, da kommt das schlecht hin, sind die Ecken. Das ist natürlich aufgrund der Bauform so. Runde Saugroboter haben halt immer hier vorne diese Bürste, die das Ganze so ein bisschen nach innen bringen soll, damit er dann das aufsaugen kann. Und wenn er halt ganz in die Ecke gefahren ist und sich dann dreht, weil er ja hier gar nicht weiter rankommt, dann kommt auch diese Bürste hier nicht wirklich ganz in die Ecke rein. Das heißt, ihr werdet nicht drum rumkommen, trotzdem mal Hand anzulegen und selber zu saugen zu Hause. Auch natürlich, wenn ihr Schränke habt, wo er nicht runterfahren kann. Also wenn er hier im Endeffekt diese Breite unterschreitet mit dem Stuhl oder sowas, dann kommt er da nicht runter. Genauso ist es mit der Höhe. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel unter dem Bett saugen lassen wollt und das Bett hat sozusagen eine Höhe, die niedriger ist, dann werden sich da trotzdem dann Flausen bilden, weil er da nicht runterkommt. Bei uns ist es sogar so gewesen, er hat sich hier schöne Kratzer geholt, weil er passt gerade so unter das Bett an einer Stelle. Und wenn er dann drunter ist, versucht er natürlich wieder rauszukommen. Das heißt, er hat sich hier schön alles erstmal weggekratzt. Und dummerweise hat das der Robby hier genauso gemacht. Das heißt, hier fängt es schon an, dass er sich auch ein paar Kratzer abgeholt hat. Ihr seht auch hier vorne hat er sich schon massiv Kratzer abgeholt nach nur 3 Monaten. Das geht jetzt hier auch schon los. Das heißt, die werden nach einer Zeit wirklich used aussehen. Aber Hauptsache, sie funktionieren noch ordentlich. Also wenn da ein Kratzer drin ist bei so einem Gebrauchsgegenstand, ist es ja auch kein Problem. Von der Höhe her, er verfängt sich, wie gesagt, unter unserem Bett. Und er verfängt sich auch unter dem Sofa. Da gibt es auch keine Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Ich habe gehofft, dass aufgrund der Max-V-Funktion das ein bisschen besser funktioniert. Dann tut man natürlich Folgendes. Man baut im Endeffekt sein Haus, bevor man geht, ein wenig um. Vor das Sofa habe ich zum Beispiel immer Kissen gelegt. Dann fährt er halt gegen das Kissen, verschiebt die vielleicht mal, aber er saugt weiter, weil das Blödeste wäre ja, wenn man abends nach Hause kommt und der Robby hat sich im ersten Zimmer gleich verfangen. Auch das Bett, da hat man dann irgendwann eine Methode, wo man weiß, okay, wenn man den Teppich da vorlegt, dann saugt Robby nichts ein. Was wirklich ärgerlich ist, ist, wenn er sich in ein Kabel verfängt, weil man vielleicht sein Ladekabel oder sowas da hat, das saugt er auch ein und dann verwickelt sich das natürlich und dann zieht er auch schön da dran. Das ist hier im Büro NAS. Switch und so ein Thunderbolt-Dock zum Opfer gefallen. Da hat er also ein Netzwerkkabel gefunden, hat es dann verschluckt und ist damit losgefahren und alles, was da irgendwo so dran hing, hat er hier mitgenommen. Das heißt, man muss schon seinen Hausstand so ein bisschen in die Richtung umbauen, dass das für den Robby passt. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Wenn ihr wirklich nur die Saugfunktion nutzen wollt und es euch hauptsächlich darum geht, einen Staubsauger zu ersetzen, dann ist der S6 sicherlich die richtige Wahl. Wir haben hier die letzten 3 Monate ja schon den im Einsatz gehabt. Der hat gut funktioniert, macht viele Sachen automatisch. Man muss ein bisschen umstellen zu Hause, dass es alles reibungslos läuft, aber das hat man nach einer Zeit drin.
Die Wischfunktion ist so eher nice to have mal, aber ehrlich gesagt, nach einer Zeit wird man diese nicht mehr nutzen, weil sie wirklich nicht sinnvoll ist. Und insofern, wenn ihr zu Hause wischen wollt, selber, dann ist der S6 sicherlich die sinnigere Variante. Die 200 Euro mehr für den Max-V, würde ich sagen, die lohnen sich alleine schon über die Wischfunktion, denn mit der Wischfunktion über die komplette, ja, über das, die Möglichkeit, das tatsächlich im kompletten, in der kompletten Wohnung zu machen, macht schon mehr Sinn. Und die Möglichkeit auch unterschiedlich viel Wasser aufzubringen auf einzelne Räume ist halt wirklich sinnvoll. Insofern, das macht Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wischfunktion in dem S6 Max-V auch deutlich öfter verwendet wird als beim S6. Und insofern, wenn ihr wischen wollt, ist das sicherlich das richtige Modell. Die AI-Funktion bekommt er on top. Sie sind teilweise ja schon sinnig. Er fährt also deutlich eleganter schon durch die Zimmer. Das muss man sagen. Spart da vielleicht auch ein bisschen Zeit mit. Ansonsten ist es bislang so ein kleines Gimmick, ob man jetzt nun wirklich wissen sollte, dass in der Ecke die Schuhe stehen. Das weiß man wahrscheinlich sowieso. Das Kabel am Nachttisch kann wahrscheinlich nur das Kabel sein, was da sowieso immer liegt. Insofern ist die AI-Funktion noch so ein kleines Gimmick, aber ich glaube, es wird bei Roborock diverse Firmware-Updates auch für das Modell geben und dann wird sie wahrscheinlich auch immer besser. Der Qualcomm-Chip wird immer trainierter werden und dann wird es wahrscheinlich auch möglich sein, noch deutlich bessere Funktionen damit zu nutzen. Insofern, Topmodell für mich ohne Wischfunktion ist der S6. Topmodell mit Wischfunktion der S6 Max-V. Beide liegen sicherlich in der Oberklasse von den Wischergebnissen und von den Saugergebnissen. Insofern, wenn ihr einen haben wollt, und die zu einem guten Preis seht, dann könnt ihr sicherlich zuschlagen. Die App ist toll, Staubsauger funktioniert gut. Also insofern Daumen hoch von meiner Seite. Ja, nutzt die Kommentarfunktion auch, ganz wichtig, falls ihr Fragen habt zu den Produkten oder eigene Erfahrungswerte, würde mich auch freuen, die da zu lesen. Dann tippert die in die Kommentarfunktion rein. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, auch wenn es jetzt mal von dem klassischen Hardware von Hardwarelux abgewichen ist. Und danke fürs Zuschauen. Bis bald.